Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PLW History Kanal. In diesem Video werden wir dir einen kleinen Einblick in die Kleidung und Ausrüstung geben, die ein deutscher Soldat während des Unternehmens Blau im Sommer 1942 in der Sowjetunion getragen hat. Wir stellen den Soldaten unter anderem während seiner Ausbildung beim Marsch an die Front als auch beim Kampfeinsatz vor. Wenn ihr mehr über die Geschichte der deutschen Soldaten erfahren wollt, dann empfehlen wir euch das Buch Deutsche Krieger von Sönke Neitzel. Am liebsten würde man sich beim Lesen des Buches nebenbei Notizen machen, doch diese Arbeit könnt ihr getrost Blinkist überlassen. Blinkist macht nicht nur eine reine Buchzusammenfassung, sondern bereitet die wichtigsten Punkte in sogenannten Blinks für euch auf. Und das Ganze bei über 5500 Titeln in 27 Kategorien wie zum Beispiel Gesellschaft, Finanzen oder Produktivität. In nur 15 Minuten ist es möglich, in einen neuen Themenbereich einzutauchen und seinen Horizont wieder ein Stück zu erweitern. Ihr könnt dabei die Blinks selber lesen oder sie ganz einfach anhören. In der App könnt ihr die Blinks auch herunterladen und dann ganz einfach unterwegs oder offline hören oder lesen. Mit Blinkist Connect könnt ihr euren Premium-Zugang auch mit eurem Partner oder vielleicht auch einem Kollegen teilen. Zwei zum Preis von einem also. In den Blinkist Spaces könnt ihr eure Lieblingsblinks mit Freunden und Kollegen teilen und anschließend darüber diskutieren oder euch einfach nur austauschen. Gerade die Blinks von Büchern wie Deutsche Krieger, Napoleon, Clausewitz vom Kriege und Die Schlafwandler, also ein Buch über den Ersten Weltkrieg, sind immer wieder interessant und schnell abzurufen. Wenn du jetzt den Promo-Link in der Videobeschreibung und den eingeblendeten Code nutzt, erhältst du ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo und 25% auf das Blinkist-Jahresabo-Premium. Während der Ausbildung und während Arbeitseinsätzen trugen die Soldaten sogenannte Drillichanzüge, wie wir sie hier sehen, rühren. Die Drillichanzüge bestanden aus einem Oberteil und einem Unterteil. Diese waren aus Leinen gefertigt, manchmal auch Baumwolle. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr Synthetikfasern kommen auch zum Einsatz. Und dann wurde natürlich auch Kunstseide verwendet und sowas. Zur Begriffserklärung: Drillig steht einerseits für die Art, den Stoff zu weben, in Drillig, Webart, und auch für den gesamten Anzug. Das ist wichtig, dass man das weiß, weil die Sommerblusen, wie sie bei der Wehrmacht getragen wurden, waren auch aus Drilligstoff, aber waren eben nicht der Drillig-Anzug. Im Gegensatz zu der Feldbluse hat die Bluse keinen Kragenhaken und die Knöpfe sind auch nicht vernäht, sondern sind auf der Rückseite mit sogenannten S-Haken befestigt, die man hier lösen kann, weil an diesem Stoff nicht wirklich was hält. Der ist viel dünner und eben ein bisschen minderwertiger als Feldblusenstoff. Und die Bluse an sich ist auch viel einfacher geschnitten. Sie hat keine Brusttaschen, sondern nur Taschen auf den Schößen. Und diese sind auch offen, haben also keine Art von Verschluss oder ähnliches. Es gibt auch keine Aufnahmen für Koppelhaken oder sonst was. Die Hose ist eine einfache Spitzbundhose mit zwei Taschen und einer Aufnahme für die Taschenuhr, allerdings keinem extra Taschenuhrfach. Je nach Ausbildungseinsatz konnte der Drillig komplett so getragen werden, also ohne Koppelzeug, oder aber auch so für den Ausbildungseinsatz an der Waffe oder im Feld. Und da gab es natürlich verschiedene Variationen. Hier ganz normal mit K98, K98 Patronentaschen und dem Seitengewehr. Natürlich ist die Koppelausrüstung auch variabel. Es gab auch welche mit nur Koppelblank. Das ist je nach Arbeitseinsatz, wie gesagt. Und oft wurde auch die Hose in Feldgrau zum Drillig-Oberteil getragen oder andersherum, je nachdem. Im Feld wurde meistens der Schaftstiefel getragen, wie wir ihn hier sehen. Allerdings zum Arbeitseinsatz kam sehr häufig der Schnürschuh zum Einsatz, hier das Modell 37 mit den Haken. Das war immer unterschiedlich. Hier mal exemplarisch, wie das zum Beispiel aussehen könnte zum Schanzen. Da haben wir hier das Drillig-Oberteil, die feldgraue Tuchhose und an den Füßen die Schnürschuhe bzw. in dem Fall dann Arbeitsschuhe. So wie es hier ist, ist es normal für den Arbeitseinsatz oder auch für den Ausgehanzug, also Schuhe und Hose über den Schuhen ohne Gamaschen. Und analog konnten natürlich auch Stiefel getragen werden, aber die Schnürschuhe waren eigentlich üblicher für Arbeitseinsätze. Als letzte Option, die wir euch zeigen wollen, hier einmal, wenn der Tag ein bisschen wärmer ist oder schon etwas gearbeitet wurde, wurde der Drillig-Anzug natürlich auch mal komplett weggelassen und es wurde nur in Feldhemd und Feldhose geschanzt oder andere Arbeiten durchgeführt. Hier einmal der Soldat in voller Marschausrüstung, das heißt, so wie er zum Beispiel aus der Kaserne an die Front verlegt werden würde.
Er würde natürlich nicht alles mit an die Front nehmen, was er jetzt am Mann hat, sondern auch einen Teil beim Tross lassen. Aber hier haben wir mal alles an den Mann gebracht. Oben haben wir das Schiffchen, also die Feldmütze. Dann haben wir hier die Feldbluse, die Feldhose und die Marschstiefel. Vorne sehen wir hier auch gleich charakteristisch für die Zeiten bis etwa 43 die Gasplane. Noch vorne in Bereitschaft, griffbereit, die ist dann später runtergewandert und an die Gasmaskendose. Die Patronentaschen, in die der Tragegurt des Tornisters eingehakt wird und natürlich das Gewehr. Auf der Rückseite des Soldaten sehen wir den Tornister. Was im Tornister genau drin ist, haben wir in einem Extra-Video bearbeitet, was wir auch hier oben verlinkt haben. Aber so kurz sei gesagt, da befinden sich auf jeden Fall die Schnürschuhe drin und der Drillichanzug. Auf dem Tornister aufgeschnallt ist der Mantel, in einer Rolle gerollt und obendrauf die Zeltbahn. Hier sehen wir den Gasmaskenbehälter, Brotbeutel, Feldflasche, den Stahlhelm, das Schanzzeug und unterm Stahlhelm das Seitengewehr. Der Tornister wurde auch den ganzen Krieg hindurch getragen. Allerdings war das ein Gegenstand, der eigentlich immer beim Tross war. Das heißt, der wurde ausgehakt und dann zum Tross gegeben. Anstatt des Mantels kann hier auch eine Decke eingerollt werden. Hier sehen wir die Ausrüstung auf dem Vormarsch. Das heißt, der Tornister mit Sack und Pack wurde schon bereits beim Tross abgegeben. Und wir befinden uns jetzt hier im Kampfgebiet. Das heißt, der Soldat hat seinen Stahlhelm auf, die Feldmütze oder Schiffchen hat er eingepackt. Und auf dem Rücken des Soldaten sehen wir den A-Rahmen. Das heißt, das Sturmgepäck, kann man sozusagen das nennen. Daran findet das Kochgeschirr und die Zeltbahn Platz und die A-Rahmen-Kampftasche. Was da alles drin ist und wie das genau entstanden ist, da haben wir nochmal ein extra Video zu gemacht, was ihr hier oben findet. Und ansonsten ist noch eine Besonderheit, dass die Ärmel aufgrund der Wetterlage hochgekrempelt sind, was je nach Temperatur durchaus üblich war. Hier sehen wir den Soldaten, wie er hinter der Front zu finden wäre, beim Auffrischen quasi. Also keine Ausrüstung am Mann, das ist alles in der Stellung. Er hat lediglich sein Kochgeschirr und seine Feldflasche da, um sich zu verpflegen. Auf dem Kopf trägt er die Feldmütze 42, eine relativ selten gezeigte Kopfbedeckung. Und zwar ist das ein Zwischenschritt zwischen dem Schiffchen und der Feldmütze 43 mit dem Schirm. Sie hat schon die Zusatzfunktion, dass man sie komplett runterklappen kann, indem man diese Knöpfe hier öffnet und dann die Ohren ein bisschen schützen. Und ein Jahr später wurde dann eben der Schirm hinzugefügt, um zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Wenn ihr den Film Stalingrad kennt, dort sieht man auch des Öfteren diese Kopfbedeckung. Wenn ihr mal Interesse an einem Video habt, wie man Essen im Feld zubereitet habt, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare und dann setzen wir uns da dran. Hier sehen wir jetzt die Ausrüstung des Soldaten, wie er im Häuserkampf um Stalingrad zu finden wäre. Bewaffnet ist er mit dem Karabiner 98K. Das Koppelzeug ist sehr erleichtert, das heißt kein Y-Riemen, der A-Rahmen und sämtliches Ausrüstungszeug, was am A-Rahmen sonst dran wäre, befindet sich in der Stellung. Wir haben hier lediglich den Koppelriemen mit Patronentaschen. Der Spaten ist vorne in den Koppelriemen eingesteckt, einerseits um ihn schnell zur Hand zu haben für den brutalen Häuserkampf und andererseits auch als kleinen Schrapnellschutz. Wir sehen auch, in jeder Tasche befindet sich eine Granate, hier zum Beispiel eine Eiergranate. Oder im Stiefel eine Stielhandgranate. Und auf der Rückseite finden wir ebenfalls noch eine Granate und das Seitengewehr und den Brotbeutel. Generell ist das ganze Auftreten des Soldaten relativ abgekämpft und natürlich nicht immer nach Vorschrift. Auf dem Kopf trägt er selbstverständlich seinen Stahlhelm. Für die meisten Soldaten endete die Schlacht von Stalingrad mit der Verwundung, dem Tod oder der Gefangenschaft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch und ein Abo da und unterstützt uns auf Patreon. Wenn ihr noch weitere Videovorschläge habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.